Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Don't Starve. Vielleicht kennen es einige von euch. Ich kenne es auf jeden Fall und liebe dieses Spiel. Ich habe schon eine Weile gezockt, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin darin ein Experte. Ich weiß ein paar Dinge, aber ich kann auch einiges drin lernen. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange rum, wir fangen an. Oh, ja, da hatte ich einst mal was versucht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem normalen Charakter an und fangen an. Jetzt wird noch kurz die World generated. Ich finde diesen Comic-Stil so geil. Allgemein solche Spiele, die so eine düstere Atmosphäre haben. Und ich finde auch diese Musik super. You don't look so good. Oh no. You better find something to eat before night comes. Netter Tipp, weil Don't Starve auch bedeutet, dass man nicht verhungern soll. Also schon, das Spiel sagt schon, man soll einfach mal nicht am Hunger verrecken. Ist nicht mal mehr so einfach, weil man hier nicht immer viel zu essen findet. Und es auch immer schwieriger wird von Zeit zu Zeit. Meistens wird man ja hier an dem Platz gespawnt, wo man einigermaßen Zeug findet, aber umso weiter man sich in der Welt umschaut, umso mehr kommt man an irgendwelche Orte, wo es zwar andere Items gibt, aber weniger Essen oder irgendwelche komischen Monster machen einem das Leben schwer. Also ich finde es ziemlich leicht, hier drin zu sterben. Besonders, wenn man von dem Spiel anfangs noch keine Ahnung hat. Was ich, glaube, das allererste Mal gemacht habe, ist irgendwie einen Pilz gegessen und ich habe mich sofort selber damit vergiftet. Also ich glaube, einfach so einen gegessen, ungekocht. Es gibt ja 3 verschiedene Arten von Pilzen und jede Art hat irgendwie einen anderen Vor- und Nachteil. Aber ich glaube, alle muss man auf jeden Fall davor braten, bevor man sie isst. Ja. Hätte man sich aber auch denken können, aber ich dachte, ja, mein Hunger hier, der ging halt runter und dann habe ich einfach einen Pilz gegessen. So, hier wurde mir gerade schon was angezeigt und ich mache ja jetzt eine Falle für die Häschen. Ich fange nämlich diese süßen Häschen ein, die so coole kleine Antennen hier oben haben. Ich weiß nicht, was sich der Typ oder der Designer bei dem Spiel gedacht hat. Aber ich finde sie irgendwie süß. So, jetzt sehen wir hier, ist auch noch was Neues aufgeblinkt. Wir können uns einen Grasanzug machen. Machen wir auch, weil der uns ein bisschen schützt und ein bisschen warm hält. Natürlich nur minimal, aber immerhin ein bisschen. Oh, hier hinten seht ihr. Hier haben wir eine Leiche. Oder immerhin noch ein Skelett. Und der hat uns ein paar nützliche Sachen liegen lassen. Also solche Sachen findet man öfter mal in der Welt. Und manchmal droppen diese Skelette oder liegt da ziemlich cooles Zeug, was man eigentlich sonst gar nirgendwo findet oder gar nicht weiß, wie man es herstellen soll. Aber jetzt gerade haben wir ein bisschen langweilige Sachen bekommen. Ist aber, finde ich, jetzt nicht so schlimm. Ich sammle gerade hier diese Blumen ein, um mir nachher so eine Blumengirlande zu machen. Ich brauche 12 Stück. Und es ist immer gut, die gleich am Anfang zu machen, weil später kann man sich dann coolere Sachen machen. Erstens sieht es mega kawaii aus, wenn man die dann anhat. Und zweitens soll es anscheinend helfen, die Nerven zu bewahren. Weil hier dieser Verstand ist jetzt am Anfang noch auf 200, aber der sinkt ziemlich schnell ab, umso länger man in dieser Welt überlebt. Man ist ja auch schließlich einsam. Und hat praktisch gar niemand, mit dem man sich unterhalten kann oder so. Also, es ist halt wie im echten Leben. Als ob man nicht, wenn man in so einer Welt gefangen würde, aufwachen würde, auch verrückt werden würde, weil man einfach keine sozialen Kontakte hat. Aber man kann sich teilweise auch mit irgendwelchen Sachen hier helfen, indem man irgendwas craftet. Ja, jetzt wird es gleich dämmerig. Ich glaube, ich setze nochmal eine Falle. Aber habe ich die andere gesetzt? Da hinten? Nee. Ist mir gerade zu weit weg. Ich
sollte jetzt mal kurz was Nützliches machen und mir hier so eine Axt machen. Weil, wenn es richtig dunkel ist, muss ich ein Feuer machen. Okay, da wurde jetzt kein Hase gefangen. Und dazu brauche ich noch Holz. So. Für die Leute, die es noch nicht bemerkt haben, ich denke schon, dass es jeder bemerkt hat, das Spiel ist auf Englisch. Aber das macht eigentlich gar nichts, weil man keine großen Englischkenntnisse dafür braucht, um das hier spielen zu können. Und wenn, dann kann man es auch einfach googeln. Manchmal gibt es so ein paar englische Wortwitze, wenn man irgendwelche Items zusammen kombiniert. Aber ja, dazu muss man jetzt nicht kein echter Engländer sein, um das zu verstehen. Und mein Englisch ist jetzt auch nicht das Beste. Deswegen denke ich, ihr könnt es auch spielen und ihr müsst keine Angst davor haben, es euch irgendwie zu kaufen oder zu holen, nur weil es komplett auf Englisch ist. Es gibt ja einige Spiele. So, Holz haben wir jetzt nicht wirklich viel eingesammelt. Ich habe heute eher mehr so Krusch gesammelt. Ja, okay, das können wir noch gut gebrauchen. Naja, ich sollte mich mehr aufs Wesentliche konzentrieren, aber manchmal sammle ich unnötiges Zeug ein. So, ich würde sagen, hier irgendwo schlagen wir unser Nachtlager auf. Hack mir noch ein bisschen Holz. Also sowas wie Holz oder Gras oder Zweige, die kann man immer gebrauchen. Die braucht man auch für so ziemlich alle Sachen, die man craftet. Oder auch Steine. Und deswegen kann man auch ziemlich viel sammeln. Ich glaube, man kann auch hier ein Slot irgendwie 40 sammeln, bis der voll ist. Also man verbraucht dann auch nicht viel Platz, wenn man Gras sammelt. So im echten Leben wäre das total unrealistisch, so viel Zeug mit sich rumzuschleppen. Klar, jetzt ist es jetzt noch überschaubar, aber okay, ich bin echt ein bisschen knapp dran mit dem Feuer. Es muss jede Minute dunkel werden. Aber später, wenn ich mehr gesammelt habe, dann ist es langsam unrealistisch, wie viel man hier tragen kann. Also was ich mir immer als allererstes auch crafte, ist ein Rucksack. Weil oft findet man halt irgendwelche besonderen Sachen und kann sie dann nicht mitnehmen, weil man halt für diese Grundnahrungsmittel oder für Holz schon hier alles voll hat. Und das ist natürlich schade. Was auch gut ist, wenn man hier diese Tannenzapfen findet, dass man sie wieder pflanzt, weil sonst wächst halt kein Baum mehr nach und die Tannenzapfen liegen halt einfach nur so chillig rum. Und wenn man wieder in diese Gegend kommt, dann ist halt alles abgefahren praktisch, aber ganz ehrlich, ist mir noch nie passiert, dass ich alle Bäume weg hatte, weil es gibt meistens genug. Aber es ist halt nützlich, wenn man jetzt sich überlegt, okay, hier an der Stelle möchte ich bleiben und es hat nicht ganz so viele Bäume, dann pflanze ich wieder welche hin. Manchmal ist es auch ratsam, diese Tannenzapfen zu behalten, weil teilweise eine Tanne verfolgen kann und wenn man dann irgendwie ein paar Tannenzapfen vor sie setzt, dann besänftigt sich die Tanne irgendwie wieder und verfolgt einen nicht mehr und will einen nicht mehr umbringen, aber das passiert auch eher selten. Normalerweise, mir passiert es ziemlich oft, dass mich eine Tanne verfolgt, einfach lebendig wird und mich verfolgt. Wahrscheinlich werden wir das gleich am nächsten Tag sehen. Wer weiß. Das ist der Tag auch gleich wieder rum. Immer wenn dieser Zeiger hier diese Runde macht, bin ich mega ungeduldig. Jetzt zum Beispiel habe ich ein Holz verbraucht, aber ganz ehrlich, es ist echt manchmal zu riskant, das fast ausgehen zu lassen, nur damit man nicht nochmal ein Holz reinschmeißt. Weil dann kommt ja auch hier die Dunkelheit näher zu einem und der wird dann panisch. Klar, vielleicht fandet ihr, dass es jetzt Verschwendung war, aber solange man hier in der Umgebung genug Holz hat, kann man es schon verschwenden. Jetzt können wir auch. Ja, meine Falle ist da oben. Bringt nichts, wenn ich hier immer meilenweit weg bin und mir irgendwelche Fallen hinsetze und die dann nicht irgendwie wieder einsammle, das Zeug davon. Ja, das hätten wir jetzt auch noch braten können, mein Zeug. Damit es nicht so schnell verdirbt. Aber das können wir auch nachher noch machen. Aber wahrscheinlich muss ich es jetzt auch erstmal roh essen. Ich glaube, ich bekomme auch nicht
mehr Hunger, also mehr Sättigkeit, wenn ich es gebraten habe. Das ist, glaube ich, einfach nur, damit es nicht so schnell kaputt geht, das Essen. Also es ist nicht so wie in Minecraft oder so. Dass wenn man sich Schweinefleisch brät, dass es dann irgendwie mehr Hunger gibt. Oder mehr Sättigungsgefühl, besser gesagt. Also wir sind jetzt hier in so verschiedenen Bereichen oder Biomen oder wie man das sagt. Und ich fände es jetzt gerade irgendwie auch praktisch, wenn ich eins finden würde mit Stein. Ah, seht ihr, ich habe was gefangen. Das ist doch super. Setzen wir gleich nochmal eine neue hin. Wir könnten uns eigentlich auch nochmal eine machen. Gleich hier daneben. Weil wenn man keine Karotten mehr hat, dann hat man immerhin diese Teile hier. Ah ja, okay, hier haben wir schon mal so einen Stein. Gleich mal abbauen. So, und auch wenn Steine irgendwie langweilig wirken, man kann sie für ziemlich viele Sachen gut gebrauchen. Dieses Metall oder, keine Ahnung, Rohstoff, was auch immer das sein soll, den habe ich noch nie irgendwann in Dawnstar verwenden können. Und der nimmt mir gerade nur Platz weg. Wenn irgendjemand weiß, für was ich den gut gebrauchen kann, kann er es mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber wenn man ihn für irgendwas gebrauchen kann, dann glaube ich erst Ende des Spiels. Ja, bringt nichts, wenn ich ihn jetzt fange. Was heißt Ende des Spiels, wenn man halt... Wow. Wenn man eben sich schon mehr Sachen gecraftet hat und hier mehr Sachen freigeschaltet werden, dann finde ich vielleicht mal irgendwas, was man sich craften kann mit diesem Stein. Also wir haben hier jetzt eine Winterweste gefunden. Falls der Winter kommt, ist das super, super nützlich, weil das bestimmt nicht billig ist, sowas herzustellen und auch nicht einfach. Aber bis der Winter kommt, da muss man schon eine Weile überleben. Aber wir werden es mal sehen, wie lange ich überlebe. Oh, seht ihr? Ich bin schon am Verhungern, weil ich 1,5 Tage nichts gegessen habe. Gleich mal auffüllen, du. So, jetzt haben wir es wieder ganz voll. Und seht ihr, jetzt habe ich schon die Hälfte von meinem Essen weg. Gut, ich habe hier noch einen Hasen. Das ist sehr hilfreich. Ah, jetzt sehe ich hier gerade schon was Cooles. Und zwar... Hiermit, wenn man hier reinspringt, dann kommt man in andere Ebenen. Praktisch springe ich hier rein und dann kommt er irgendwo hier hinten oder dort raus. Und kann... So wie so eine Teleportation, könnte man sagen. Am Anfang dachte ich, dass man irgendwelchen Schaden bekommt, wenn man hier reinspringt, weil es ja so ein Zähnchen hat, das Teil. Aber man kann hier einfach nur woanders hinkommen. Ich würde sagen, nachdem wir die Nacht überstanden haben, springen wir da auch mal rein. Vielleicht kommen wir dann bei so einem Biom raus, wo Steine und so Zeug sind, weil wir bräuchten Gold, damit wir hier die Science Machine herstellen könnten. Seht ihr das? Ja. Und mit der werden... Oh. Habe ich keine Axt mehr? Und mit der werden ganz viele neue Sachen freigeschalten, die man sich halt dann craften kann. Es gibt auch einen Charakter in Dawnstar, der hat schon ziemlich viel Vorwissen. Aber den können wir mal ein anderes Mal benutzen. Das bringt jetzt eigentlich gerade gar nichts. So. Ich würde jetzt lieber schon mal vorzeitig hier so ein Feuer hinsetzen. Man muss es ja nicht immer übertreiben mit dem Dunkelwerden. Jetzt gerade wegen dem Charakter, wie ich es gesagt habe. Den ich jetzt gerade habe, ich weiß echt gerade nicht, wie er heißt. Das ist halt der erste, den man bekommt. Und der hat jetzt nicht wirklich krasse Nachteile, aber auch keine krassen Vorteile. So ein neutraler Charakter, würde ich sagen. Das einzig Bemerkenswerte, was man sagen könnte, was er halt bekommt, ist ein Bart, der ihm nach einer Weile wächst. Nach ein paar Wochen, würde ich sagen. Und den kann man kann sich auch einen Rasierer irgendwann craften. Das sieht man, glaube ich, hier gleich. Hier. Und den dann rasieren, habe ich aber noch nie gemacht. Wäre irgendwie mal witzig, das auszuprobieren.
Und sonst gibt's halt irgendwelche Charaktere, die kein Wasser vertragen oder die schnell hungrig werden, aber dafür stark sind. Ja, oder sehr viel Angst im Dunkeln bekommen und der Verstand schnell runtersinkt. Ja, ist eigentlich ziemlich spannend, was es für Charaktere gibt. Ich habe schon meinen Lieblingscharakter gefunden, aber ich dachte trotzdem, wir fangen mal mit ihm an. Weil es einfach schön ist, mit ihm anzufangen, würde ich sagen. Und dieses Mal, seht ihr, hier fängt es schon an, schlecht zu werden, weil wir das nicht. Also, das kann man, ich glaube, gar nicht braten. Das kann man ins Feuer schmeißen. Ja, so wie. Wie nennt man das? Zunder. Aber ich würde mir ja daraus so eine Girlande machen, so eine Blumengirlande. Ich muss jetzt halt einfach am nächsten Tag noch ein paar Blumen finden. So, das haben wir jetzt schon gebraten. Vielleicht machen wir jetzt schon mal das da hier noch. Ich bin richtig froh, wenn ich mir dann einen Rucksack gecraftet habe. Oh, stimmt, man kann sich, glaube ich, irgendwann auch einen Strohhut machen hier. Aber erst, wenn ich die Science-Maschine habe. Also, wenn die Nacht rum ist, gehen wir gleich in dieses Portal. Yay! Also, wir könnten jetzt eigentlich auch schon einen Hasen töten. Der muss man hier selber umbringen mit Rechtsklick. Weil man lebendige Hasen für anderes Zeug auch noch gebrauchen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt zum Essen brauche, ob ich mir das nicht lieber aufhebe. Aber wenn das Feuer gerade schon so schön brennt, bringe ich ihn um. Er macht auch so ein trauriges Geräusch dabei. Ich weiß gar nicht, ob Hasen in Wirklichkeit also so quietschen können, wenn sie Angst haben. Ja, wie gesagt, also Regen macht mir, glaube ich, jetzt nichts aus. Ich glaube, nur das Feuer geht ein bisschen schneller aus. Aber wäre ich jetzt ein anderer Charakter, dann würde es mir jetzt Schaden machen an meinem Herz. Würde ich dann tatsächlich, würde es hier sinken. So, gehen wir einfach mal durch, würde ich sagen. Aber bevor wir hier durchgehen, beende ich die Folge und bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, so zu sehen. Mir hat es Spaß gemacht, es aufzunehmen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!